Wir wollen hier im intensiv genutzten Agrarraum für die Arten Feldhase, Rebhuhn, Feldhamster und Fasan Ganzjahreslebensräume schaffen, indem wir Hecken anlegen, pflegen, sowie Blühstreifen und Wildäcker etablieren. Wir Jäger arbeiten schon seit Jahrzehnten mit der Landwirtschaft intensiv zusammen, denn hier funktioniert Jagd, Landwirtschaft und Naturschutz Hand in Hand. Und das möchten wir durch das Projekt Wilde Feldflur noch weiter intensivieren. Die Fangjagd ist für dieses Projekt Wilde Feldflur sehr wichtig. Wir haben nämlich hier nachtaktive Raubsäuger, den heimischen Fuchs, dann invasive Arten, Waschbär, Marderhund. Und die setzen halt den Zielarten Feldhase, Rebhuhn und Fasan sehr zu. Und aus dem Grund ist es sehr wichtig, diese Raubsäuger zu reduzieren. Die Fütterung der Rebhühner ist sehr wichtig, denn wir haben hier in unserem Projektgebiet mit großen Feldern zu tun. Da fehlen die Wildkräuter, die Wildgräser, was die natürliche Nahrungsgrundlage der Rebhühner darstellt. Wir orientieren uns dabei auch an Großbritannien, wo schon über Jahre Rebhühner gefüttert wurden und dadurch auch gute Erfolge beim Rebhuhnbesatz und auch für den Artenschutz erzielt wurden. Wir sind zunächst sehr, sehr froh darüber, dass wir dieses gemeinsame Kooperationsprojekt zwischen Landesjagdverband Thüringen, Deutschen Jagdverband und TMIL, also Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, der Vermittler für Mittel aus der Jagdabgabe und natürlich unter der Arbeitregie der Stiftung Lebensraum hier in Thüringen realisieren können. Wir betrachten das als Leuchtturmprojekt, dass wir gegebenenfalls auf andere Regionen oder überhaupt auf andere Regionen übertragen können und Beispiele schaffen, wie Landwirtschaft, intensive Landwirtschaft und Biodiversität zusammen existieren können.